Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit der dritten Schogetten Bold Sorte Granatapfel, Blaubeere und Hanf. Und die habe ich mir wirklich als einzelnen Test aufgespart, weil ich wirklich sehr gespannt bin, wie die schmeckt. Ich habe ja schon die anderen beiden Bold Sorten getestet. Vanillemohn, was für ein Traum. Granola Skier, auch sehr lecker. Aber ob jetzt wirklich Granatapfel, Blaubeere, Hanf den Siegeszug der Schogetten fortsetzen kann, ich bin mir echt nicht ganz so sicher. Ja, weil Schogetten hat dieses Jahr ja wirklich viele geile Sorten auf den Markt gebracht. Nicht zu vergessen, die Sorte des Jahres, Lotus Biscoff, auch sensationell. Aber Granatapfel, Blaubeere, Hanf, dunkle Schokolade, wie soll das schmecken, frage ich mich gerade auch. Also das ist wirklich sehr, sehr ausgefallen. Könnte nach hinten losgehen, aber könnte auch. Vielleicht wird es ja auch geil. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich jetzt die Schokolade öffnen. Bin wirklich sehr aufgeregt. Und mal schauen, ob diese Schokettensorte mir auch so mundet. Die Schoketten Gold übrigens nicht zu vergessen. Auch total spannend. 5 verschiedene Sorten mit Pistazie. Die fand ich lecker. Sorted Caramel fand ich okay. Haselnuss hat mir auch geschmeckt. Und ja, lohnt sich auf jeden Fall zu probieren. So, und jetzt schauen wir mal. Okay, durch die Folie rieche ich natürlich noch nichts. Wir haben tatsächlich eine dunkle Schokolade, wie ihr auch sehen könnt. Ich werde sie jetzt anschneiden und dann gehen wir mal direkt in die Großaufnahme. Mal schauen, ob wir da schon was riechen können. Schoketten Bowls in der Limited Edition. Granatapfel, Blaubeere, Hanf. Und so sehen sie angeschnitten aus. Etwas anders als erwartet, muss ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Füllung so hell ist. Ich hätte gedacht, sie ist so ein bisschen dunkler. Und dass man noch ein bisschen mehr erahnen kann vom Granatapfel oder auch von der Blaubeere. Aber die scheinen sich doch ein bisschen gut zu verstecken. Und jetzt wird mal direkt probiert. Schmeckt fruchtig. Leicht säuerlich. Ich erinnere mich so ein bisschen an früher an die Schoketten Erdbeere. Kennt ihr die? Hatten so eine ganz süße Erdbeerfüllung. Mir waren die echt so ein bisschen zu süß. Und es geht tatsächlich so in die Richtung. Ich bin nie darauf gekommen, dass hier Granatapfel, Blaubeere, geschweige denn Hanf drin ist. Als neutrale Sorte mit zarter Bitterschokolade mit Fruchtgeschmack. Das wäre das Maximum, was ich hieraus erraten könnte. Als zarter Bitterschokolade mit Fruchtgeschmack. Aber dafür tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Kommt jetzt der Hanf durch? Ich muss mal das ganze Ding nochmal essen hier. Viel weniger besonders als erwartet, aber auch tatsächlich, ich hatte schlimmere Erwartungen, auch nicht so schlimm wie erwartet, muss ich sagen. Nicht besonders schlimm, auch kein Mega-Hit. Auf einer Skala von 1 bis 10, kein Mega-Hit, nicht besonders schlimm, große Enttäuschung. Ich weiß es jetzt nicht, Granatapfel, Blaubeere, Hanf. Ich glaube, es schmeckt so ein bisschen vielleicht den Hanf raus, wenn ich es mir hier einbilde. Vielleicht von der Sortenerwartung, ja. Also 7 Punkte als Fruchtschokolade mit dunkler Schokolade. Aber jetzt, weil ich ja gar nichts rausgeschmeckt habe von dem, was hier eigentlich drin ist, würde ich 6 Punkte geben wegen der Erwartungshaltung. Auch wenn es besser schmeckt, muss ich sagen. Also besser als erwartet, aber 6 Punkte, weil hätte ich mit was anderem gerechnet. Und hier oben, könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben. Also definitiv nicht die beste Schokettensorte. Alle anderen ziehen an dieser Sorte vorbei. Trotzdem war es interessant und wenn ihr den Kanal abonniert, dann verpasst ihr garantiert kein neues Schoko-Video mehr und wir sehen uns dann hoffentlich auch im nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!